Servus, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Jetzt seht ihr es, ich stehe wieder vom Müller Mitteltal, um den geht es heute auch wieder. Und zwar will ich euch heute mal zeigen, was noch für Restarbeiten zu machen sind. Ich denke, das wird jetzt dann auch das letzte Müller Mitteltal Video werden, vorerst einmal. Weil wir machen ihn jetzt mal so weit fertig, dass er auf jeden Fall einsatzbereit ist. Ich denke, wir haben unschwer erkennen können. Wir haben dann das Wochenende mal lackiert. Ich habe leider vom Lackieren keine Videos gemacht und auch wenig Fotos. Ja, warum? Das hat sich alles ein wenig überschlagen und ich habe ehrlich gesagt für alles Zeit gehabt, außer zum Filmen. Da war dann der Lack alle. Das sieht man. Aber ich muss sowieso die Kipperboardwände, will ich ja nur zweites Mal lackieren. Der Lack ist jetzt auch da. Es fallen nur ein paar Feinheiten, so wie man da erkennen kann, da schaut noch Grundierung durch. Also an deren soll es eigentlich nicht scheitern. Das werden wir jetzt demnächst, sobald das Wetter wieder einigermaßen mitspielt, werden wir das auch machen. Die Kipperbrücke selber habe ich noch nichts gemacht. Es ist so, ich habe erst die Bordwände lackiert. Die Bordwände werden jetzt dann oberhart, wenn sie fertig sind. Das stellen wir dabei auf Zeiten und dann heben wir die komplette Kipperbrücke wieder euer. Weil wir in einem anderen Video schon gesagt haben, ich muss die Kugelpfanne nur noch schweißen. Und ja, die Kipperbrücke muss unten natürlich noch grundiert und lackiert werden. Ich habe auch einen Rostumwandler gekauft. Also wir werden der Kipperbrücke auch mal mit Rostumwandler zu Leibe rücken. Gerade jetzt da. Damit da dann der Lack auch anständig hält. Momentan bin ich beim Vorgestell. Am Vorgestell machen wir ja in dem Fall nicht viel. Wir haben halt vorne den Holm haben wir gestrichen. Das setzen wir alles in die anderen Videos, damit wir Druckluftbremse einbringen. Wir haben jetzt hier hinten das Eck einmal noch gestrichen. Grundiert und ein wenig angestrichen. Bloß, wenn wir unsere Halter einschreiben, damit halt einfach was dran ist. Wir haben ein neues Abschlussblech hinten auch gemacht. Weil das alte war doch ein bisschen klar. Da ist jetzt das Kennzeichen drum, plus das 25 km/h-Tafel. Da kommen jetzt dann die originale Kennzeichenbeleuchtung wieder rein. Und da herüber, da sieht man es, da ist das Licht schon komplett angeschraubt. Es ist zwar noch nicht angeklemmt, aber das wären die Lampenhalter. Den Lampenhalter habe ich in einem vorherigen Video auch schon gezeigt. Den haben wir schon vor längerer Zeit geschweißt und auch verzinken lassen. Kommen wir jetzt natürlich in Einsatz, damit das Licht kommt, damit die Beleuchtung geht. Von der Beleuchtung ist es jetzt so, die Leitung geht ja vierer, geht da her, ist eine original Kfz-Lampenleitung, siebenpolig, für alle Funktionen. Wir brauchen natürlich nicht alle Funktionen, weil wir haben am Schlepper weder Rückfahrscheinwerfer noch sonst irgendwas. Also wir kommen wahrscheinlich, sag ich mal, mit 6 Drähte jetzt aus. Ich hänge gerne ein Büttel ein. Weil da sieht man, das sind die Originalfarben, damit ihr seht, was für Farbe eigentlich für was für eine Funktion ist. So, da hier unten bin ich jetzt mit Lampen angegangen. Ich habe jetzt da mal das Kabel eingefeuert. Es ist so, hinterwärts geht zwar original Fahrzeugkabel, aber ich habe natürlich nur Haufen Restbestände an Ölflex. Und ich habe meine anderen Fahrzeuge auch schon mit Ölflex gemacht. Und darum lege ich da das Kabel. In dem Fall lege ich auch wieder das Ölflex. Ziehe gerade, ja, die Lampen müsste ich vielleicht einmal gerade durchschreiben, dann schaut das auch anders aus. Habe ich so gar nicht gesehen. Ja, verklemmt wird das Ganze ganz einfach in der Dosen dann mit Vakuumklemmen. Die Dosen, weil gesetzt sind, sind handelsübliche Installationsdosen, eine ganz normale A-Box. Also, der sitzt da eh verdeckt im Rahmen. Da ist normal keine Einweckung dort. Also, das haut auf jeden Fall hin. Da das Ganze jetzt da hinten doch ein wenig recht nackert ausschaut und ich auch Bedenken habe, wenn ich durch den Dreh fahre oder wenn es regnet, dass ich das ganze Wasser hinten an die Lampen einhaue, haben wir sie jetzt auf die Schnelle mal nur Schmutzfänger gebaut. Die Schmutzfänger hängen jetzt da am Miststreiter dran, weil ich habe bloß mit der Spraydose schnell lackiert.
Ja, und Bullen habe ich auch mit lackiert. Halb so wild. Ich muss jetzt dann nochmal lackieren. Auch nochmal bloß mit der Spraydosen. Ja, das war ein wenig, was soll ich sagen, ein wenig Restler, weil ich übrig gehabt habe. Und das schaut eigentlich recht gut aus. Und die kommen jetzt dann zwischen Beleuchtung und Reifen, werden jetzt die dann angeschraubt und sollen dafür sorgen, damit es einen Dreh nicht direkt an die Lampe mal hat. Was natürlich jetzt hinten noch fällt, wo ich mir auch noch nicht so richtig sicher bin, weil ich der alle mache, da muss ich auch erst einmal nachschauen, was laut StVZO erlaubt sind. Und zwar geht es mir um die Dreiecksrückstrahler. Die müssen irgendwo alle. Ich habe die Lampenhalter hab ich leider zu kurz gemacht. Das heißt, da passt es nicht mehr alle. Ich muss jetzt mal schauen, vielleicht können wir es oberhalb von den Rückleuchten anschrauben am Lampenhalter. Oder vielleicht auch hinten an die Schmutzfänger. Das müssen wir mal überlegen, wenn es soweit ist. Und ja, müssen wir mal anschauen, wie es am besten ausschaut und vor allem, weil es laut StVZO zulässig ist. Es geht wieder weiter. Wir sind fertig mit den Bordwänden. Wir haben am Vorgestell auch noch irgendwas angebaut. Das zeige ich Ihnen gleich. Wir haben jetzt die Bordwände mal auf Seiten. Okay, die Stimmbordwände mal unten nur lackiert werden. Ansonsten Heckbordwand, Seitenbordwand, das sind eigentlich soweit. Stimmbordwand, das gleiche. Bis auf das, dass wir halt nur ein wenig noch besser machen, aber das ist kein Thema nicht. Wir haben jetzt die komplette Brücke wieder unter. Und zwar aus dem Grund, wir werden jetzt die Brücke unten einmal komplett nur mit Rostumwandel einspritzen, weil ihr seht es ja, der lose Rost ist zwar hier unten, aber sie ist trotzdem noch angerost. Ich habe extra einen Rostumwandel gekauft, mit dem spritzen wir es ein. Sie wird dann grundiert und wenn es grundiert ist, dann werden wir es natürlich komplett rot lackieren, auch die Oberseiten. Ob jetzt die Ladeflächen direkt auch mit lackiere, weiß ich nicht, weil ja, eigentlich hält es nicht lang, dann ist es wieder herunten. Vorgestell ist aktuell auch mal soweit. Wir haben hinten eine Abschlussplatte neu gemacht, das habe ich eigentlich schon gezeigt. Wir haben die Kennzeichenleuchte wieder gemacht. Alle Kennzeichenleuchte ist jetzt wirklich über ein Kennzeichen und die andere Lampe ist über ein 25 km/h. Wir haben links und rechts die Rückleuchten neu gemacht. Mit Bremslicht, Rücklicht und Blinklicht, funktioniert auch einwandfrei. Verklemmt haben wir das Ganze, wie ich schon gesagt habe, in einer handelsüblichen A-Box mit Vago-Klemmen. Ist eigentlich für den Zweck einwandfrei und funktioniert. Wir haben hinten auch Schmutzfänger gemacht, obwohl ich den mehr ja, provisorisch gebaut habe, weil wenn, dann sollten die vielleicht noch verzinkt werden. Aber momentan, ja, im Thema Schmutzfänger, da scheiden sich nun die Geister im Familienrat. Weil die Frau und der Bauer sagen, die sind hässlich, das passt nicht. Ich zeige es euch mal von der Seite. Ich sage, mir passt das schon. Ich dachte bloß einfach neu bauen und in schön bauen. Aber ja, wie gesagt, scheiden sich derzeit die Geister. Die zwei schreibe ich auch wieder unter. Und zwar habe ich von Alco zwei LKW-Unterlichtkeile gekauft. Verzinkt in Metallausführung. Das sind eigentlich, ja, ich habe eigentlich da, das sind schöner wie erwartet. Ich muss sagen, die passen einwandfrei. Sind fast schon ein bisschen überdimensioniert für den Kipper. Ich habe es heute einmal provisorisch angeschraubt und auch die Löcher bohrt, damit die Siops passen. Und wenn dann die Brücke lackiert ist, dann kommen die auf jeden Fall auch wieder rein. Zum Thema Brücke lackieren, da werden wir es so machen, dass wir die mit dem Fuchsbacker drogen werden. Das heißt, der Fuchsbacker wird die Brücke halten. Und ja, ich lackiere die. Auch mein Anspritznetzer im Freien heraus, der Preis nicht auflegen. Ich habe da die zwei alten Gurte. Ich denke, jetzt ist der halt auch schon hinter sich. Der ist jetzt dann entsorgungspflichtig oder entsorgungswürdig. Ich hänge es dann auf, los baumeln und da ist eigentlich, ja, wenn es am Fuchsbocker dran hängt, sowohl grundieren, lackieren als auch mit Rostumwandler behandeln. Und dann hoffe ich eigentlich, dass wir spätestens Ende nächster Woche den Kipper fertig haben, weil ja, es warten schon die ersten Einsätze. Zum Thema Schmutzfänger, schreibt es mal bitte in die Kommentare, was meint ihr jetzt? Machen wir Blecher alle? Die Frau hat vielleicht gemeint, gekanterte Blecher, die wollen ein wenig, ja, die Form vom Reifen mit andecken. Der Leon meint, wir sollten vielleicht bloß ja, Gummilappen anhängen.
Was meinst du jetzt? Ich persönlich bin wirklich ein Fan von den festen Blechern, weil die halten jetzt definitiv einen Schmutz so, die bringen sie nicht gleich weg, wenn man mal reinkommt. Also, mir persönlich taucht es auch so. Wir haben jetzt am 25. März. Ja, Müller-Mitteldal ist bereit zum Einsatz. Wir haben die Kipperbrücke nur rot lackiert, die Bordwände haben wir grell lackiert, so wie wir es auch viel gehabt haben. Das Grell ist reichgrün alt und das Rot ist ganz normal RAL 3000 Feuerrot. Wir haben die Bordwand, die Sicherung für die Bordwandverriegelungen haben wir noch montiert. Wir haben die Unterlegkeile montiert. Die sind da vorne jetzt dran. Das Typenschild ist dran. Zum Geburtstag habe ich noch einen Müller-Kippanhänger Blech gekriegt. Das haben wir auch montiert. Ihr habt es im anderen Video gesehen beim Kippen. Da ist der Aufstieg ist an der Bremse gegangen. Den habe ich jetzt ein wenig seitlich verlegt. Schönheitspreis gewinnt zwar keinen, aber es ist auf jeden Fall mal funktional. Ja, wir haben dann probiert zum Kippen. Ich hänge da mal ein Büttel rein. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Für heuer sind wir soweit. Wir sind jetzt mal überlegen, wo es die Folgen für die Farbe kriegen. Den werden wir wahrscheinlich selber machen, weil der Unterbau, der wird dann irgendwann einmal schwarz. Aber jetzt einmal erst einmal in Einsatz. Jetzt muss ich es erst einmal beweisen. Ja, was will ich eigentlich nur zeigen? Und zwar, hundertprozentig waren isoliert. Es sind ein paar kleine Mängel, die entstanden sind. Und zwar, wenn es jetzt da das Profil anschaut, da ist er komplett gekratzt. Das müssen wir nochmal nachstreichen. Und zwar ist das dem geschuldet. Ich hänge jetzt einmal ein Büttel rein. Da hängt die Kipperbrücke eigentlich am Fuchsbacker zum Lackieren. Hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe mir gedacht, ich lasse es so hängen, lasse es schön antrocknen. Aber mit was ich nicht gerechnet habe, wir haben dann sehr, sehr starken Wind gekriegt. Und der Wind hat dann die Kipperbrücke, der war ja wie ein Segel, der hat die dann so gedreht, dass der sowohl vom Fuchsbacker an Auslöcher angeschlungen ist, als auch am Boden dann aufgeschlungen ist. Und ja, da hat es mir natürlich dann Zeiten wieder gekratzt. Das heißt, den müssen wir nochmal nachstreichen. Die zwei Griffe hinten sind jetzt auch dran. Jetzt kann man da herlangen und kann man dann schön aufmachen zum Pendeln. Das haut auch wunderbar hin. Ein paar kleine Blessuren hat er natürlich. Man sieht es da, ist ein wenig was dort. Ja, die Bedingungen waren halt nicht ideal zum Lackieren, weil es einfach ein wenig frisch war. Und dann hat die Farbe vielleicht noch ein bisschen gebraucht zum Antrocknen. Aber das ist jetzt auch halb so wild. Da fällt zum Beispiel auch noch ein wenig was, da schaut Grundierung durch. Aber das werden wir dann alles mit Pinsel ein wenig nacharbeiten. Da herunter ist auch noch verschlungen. Das war auch wieder das Problem, wo am Fuchsbacker angeschlungen ist. Ja, was ist natürlich nur ein Manko an den Anhänger? Ich sag's euch, was es ist. Das ist das Stützradl. Das Stützradl habe ich ja gekauft in eBay. Da sieht man ja im allerersten Video, wo ich es montiere. Schaut es einmal an. Das Stützradl ist jetzt schon verbogen. Und zwar, der Hänger hat ja eh fast keine Stützlast als ein leerer. Aber nicht einmal einen leeren Anhänger hat es ausgehalten, das Stützradl. Und zwar wollten wir den rückwärts schieben. Und was ist passiert? Anstatt dass ihr Stützradl dreht, hat sie einfach das windige Blechel verbogen. Also das Stützradl kommt unter, das schmeiße ich weg. Ich baue einen komplett neuen Halter und dann kriegt der Kipper einen Stützfuß. Weil der braucht dann nicht geschoben werden. Einen anständigen Stützfuß soll und dann steht er auch. Ja, ein weiteres Problem haben wir auch noch am Kipper. Und zwar, der Kipper waren 5 Reifen dabei. 4 Reifen waren drum und ein Reservereifen. Man sieht es in einem anderen Video, wo wir die Reifen umzählen, wo wir auch die Reifen wechseln. Das Einzige, was ich nicht gemerkt habe, ich habe 2 gebrauchte Kipperreifen gekauft, das sind 2 Conti. Profil sind super, aber ich habe nicht gesehen, der eine hat eigentlich schon ja, eine massive Macke. Der Verkäufer hat zwar gesagt, der ist weder brüchig noch sonst was, aber der wird auf Dauer nichts sein. Das heißt, wir werden nochmal in Reifen investieren, mein, in 10, 5, 20. Ich bin aber jetzt am Überlegen, ob ich nicht nach und nach einfach neue kaufe. Mir gefällt das Profil, das MPT. Ich will keine Schuldkröten nicht, ich will kein Ackerprofil. Weil das sind ja eigentlich bloß ja, gebremste Laufräder. Und da denke ich, werden wir nochmal investieren. Aktuell war es dann soweit zu unserem Projekt Müller-Mitteldal. Sollten wir die Felgen lackieren,
dann darf ich es entweder zeigen, entweder ich stelle es aus Büttel ein in der Community oder ich mache ein Video drüber. Das sehen wir dann schon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, darf es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, lasst doch bitte ein Abo auch da. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, schreibt es in die Kommentare. Ich schaue, dass ich es dann schnellstmöglich und mit bestem Wissen und Gewissen beantworten kann. Und ansonsten sehen wir uns in 8 Tagen wieder. Servus.